Herzlich willkommen zur 49. Folge Simutrans mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. In weiser Voraussicht, baue ich hier schon mal einen neuen Übergabebahnhof hin. Na dann. Sollten wir es vielleicht doch trennen. Güter links, Person rechts, damit wir da uns die ganze Geschichte nicht rüberschießen. Ich glaube, sonst kriegen wir echt ein Problem. Und vor allem, man sieht die Güter dann auch deutlich besser. Umständen und Felix sofort anzubauen. Ich würde doch niemals so umbauen. Aber ich lasse die Verbindung hier oben erst noch mal da. Sicherheitshalber. Was stellst du zuerst um? Okay, ich habe umgestellt. Glaube ich jetzt theoretisch gesehen auch. Praktisch gesehen werden wir es merken.
Ob die leise reichen dafür. Okay, 3500 Tonnen Zucker. Okay. Dann kann auf einmal die öffentliche Hand nochmal. So, wieder zurück. Ich will wieder mein Spieler sein. Das ist verdammt eng. Na gut, da vorne fahren jetzt noch die Zuckerzüge oder der Zuckerzug. Aber soll ich deswegen alle von der Hauptlinie runter? Größtenteils.
Okay, dann können wir uns jetzt um die wichtigen Sachen kümmern. Ach nee, verdammt. Ich habe ja immer noch zwei Linien, die ich noch machen muss. Nein. Ey, mein Betriebsgebiet geht immer weiter runter, statt nach oben mit dem ganzen Kram hier. Kann ich mich anschließen? Die Betriebskosten sind extrem gestiegen oder was? Oh ja, die Betriebskosten sind erstmal gleich um 100.000 im Monat höher gegangen. Die Einnahmen, ja, noch nicht gestiegen. Ja, muss ich jetzt mal jetzt einfach. Ich glaube, die Aussicht schaffe ich jetzt so in den nächsten 4-5 Jahre. Und mit ein bisschen Glück hat sich das in den 4-5 Jahren eingependelt. Mit anderen Einnahmen, dass ich sagen kann, oh Mensch, hat sich ja doch eingependelt. Du dachtest, dir falls sich dann doch mal irgendwann einer überlegen sollte, mit Elektrozügen zu fahren, oder wie? Ja, also die Elektrorevolution ist jetzt gekommen. Also schöne Oberleitung mit 160 km Oberleitungszüge. Also so langsam kann es losgehen, Felix. Also ich warte nur darauf, dass es jetzt irgendwer mal vorlegt. Na dann. Ich glaube zwar nicht, dass es mir am Güterbahnhof viel bringt, aber das ist egal, ne? Und ich sage dir, Felix, den ersten Elektrozug, den du bauen wirst, wird Ist ein Güter Güterzug sein. aus Elektro. Ja, ich weiß, ist mir bewusst, aber aktuell halt noch nicht. Das könnte durchaus möglich sein, ja. Wie viele haben wir da jetzt? Eine Übergabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich weiß, dass das Schild immer noch voll ist, aber irgendwie. Das wird schon. Man muss es sich nur lange genug einreden. Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Dann kamen die 50er Züge. Die 50er Dingsgleise. Wann kamen die Dinger? Ich müsste eigentlich jetzt, damit ich das alles so machen möchte oder so hinbekomme, wie ich das möchte, müsste ich jetzt noch Das wird schon. ungefähr sage mal so grob 4 bis 5 Millionen investieren. Aber ich will eigentlich nicht stärker ins Minus als du. Das geht nicht.
geht tatsächlich nicht. Das hier vorne geht auch nicht so weiter. Wie mache ich das? Du arbeitest doch die ganze Zeit hier durch, oder nicht? Nee, ich kann jetzt gar nicht mehr da. Ihr könnt nicht rausfahren, weil ihr... Ich glaube, ich muss das im Untergrund setzen. Und 30.000 Betriebsgewinn nach so langer Zeit jetzt schon. 40. Okay, jetzt kommst du langsam in Ballung. Felix, da stehen zwei. Nein, da steht nur ein Zug im Übergabebahnhof. Mit wie vielen Getreidezügen kommst du an hier? Vier. Mit vier. Aber die reichen bei weitem noch nicht aktuell, theoretisch gesehen. Bräuchte locker das Doppelte. Ja, da würde ich ganz vorsichtig sein, weil... Mache ich auch nicht, habe eh das Geld nicht für. Bin ja eh schon 20 Millionen Minus. Weil Mehl wird halt nicht wirklich viel gebraucht. Ich brauche mal nicht die Zuckerfabrik, ich brauche mir die Bäckerei. Was fehlt denn gerade aktuell? Geil. So viel zu dem Thema. Mehl wird nicht viel gebraucht, es fehlt Mehl. Scheiße. Habe ich nicht gedacht. Ich muss mir mal den Güterübergabebahnhof mal hier unten aufmachen und muss das mal überblicken, was wir da immer drin haben. Ob ich dann eventuell ein bisschen mehr brauche oder ein bisschen weniger brauche oder doch nicht so viele. Mehr Züge, nicht mehr Züge, aber 17 Millionen Minus. Bei dem bisschen Betriebsgewinn. Ich habe gerade mal jetzt aktuell 5.000 Betriebsgewinn. Nur. Das ist traurig. Das ist richtig traurig. Aber woran liegt das?
Oh, ich habe Minus jetzt. Minus 1000. Haben wir Monatsmitte. Wir denken, dass es daran liegt, dass gerade ungefähr jede deiner Produktion stillstand, beziehungsweise die großen Züge, weil du sie in eine andere Haltestelle gesetzt hast und die nichts gemacht haben, bis jetzt gerade eben die mal dann angekommen sind zum ersten Mal. Das ist noch nicht so lange her. So, ich nutze die Ausrede auch gerade. Ich hoffe, dass es der Grund ist, weshalb mein Geld so miserabel ist. Und ich Okay. hoffe, dass meine Züge dich wenigstens einigermaßen versorgt kriegen. Ja, kriegen sie, kriegen sie. Weizen stehen noch zwei rum, aber Weizen kommt auch erstmal die nächsten 5 Minuten nix. Ja, aber dann kommt gleich vier Stück auf einmal und dann liegt das Weizen da drum rum. Also, wie gesagt, kein Stress, kein Stress, kein Stress. Immerhin habe ich jetzt gleich mal alle Kohlezüge da raus. Bis dann wieder gleich einer ankommt. Aber dann kommt wieder ein Auftrag von mir. Irgendwann. Dachte ich. Ja, mehr oder weniger. Boah, da sind diese Züge langsam, ey. Das ist, kann man sich ja nicht mehr angucken. Nee. Das stimmt. Ich habe die Millionen Betriebsgewinn gerade geknackt dieses Jahr. Die Millionen hast du gerade geknackt dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch, ich nicht. Aber nur kurzweilig, würde ich behaupten. Muss anmachen beginnen. So, warte mal, muss ich jetzt erst so bauen, ne? Oh, ich hasse es, ey. Warum? Kann ich nicht nachvollziehen. Dieser Boden ist ungeeignet. Oh, meine Güte, ey. Ah, ne, warte mal. Das war mit Steuerungstaste, ne? Ah, Steuerungstaste war das, genau. So, jetzt wird's interessant. 120, 353. 120, genau da, wo Havel steht. Aber damit darfst du gerne in der nächsten Folge weitermachen. Kann ich nicht in der nächsten Folge weitermachen, das geht nicht. Ja, doch, muss aber gehen. Wie stellst du das vor, Felix? Tja, ich sag, das geht, also hat das auch zu gehen. Ja, aber wie? PP, wenn es nicht funktioniert. Na, ich Musst du dir muss, halt merken. ja, ich muss das jetzt wissen, wie du das meinst. Du zögerst das jetzt sowieso so lange raus, bis du fertig bist. Von daher kann ich eh sagen, was ich will. Nee, also sowas würde ich, sowas, also Machst Felix. du nur jede zweite Folge. Also du, Mindestens. also pass auf, Felix. So langsam müsstest du mich aber erkennen, dass ich sowas niemals machen würde. Dieses spätere machen würde, weil gerade so ein verdammt, ich habe mich gerade verbaut, mäßig. Nein, 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 ich habe mich nicht verbaut. Also so weit kommt es noch. Also ich würde mich auch nie verbauen. Also Felix, du müsstest mich doch jetzt wenigstens. Okay, können wir Feier machen. Hau rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.